Halt, stopp! Jetzt reicht es. Jetzt red ich. Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen zur 47. Ausgabe von Freischnauze. Heute mit dem Thema: Binde dich langsam, trenne dich schnell. Ja, an dieser Stelle nochmal kurz erwähnt, wie immer, wenn ich es nicht vergesse, ich bin der Christian. Mein Format Freischnauze besteht daraus, dass ich einfach so über die Sachen, über die ich nachdenke, in die Kamera rede, ohne Skript. Ich schreibe nur die Ideen auf und alles andere passiert dann beim Labern. Ich habe so einen guten Gedanken im Kopf, über die ich reden möchte, und ansonsten wird hier alles so Freischnauze, zumindest solange es die YouTube-Zensur zulässt. Okay, kommen wir zum Thema. Binde dich langsam, trenne dich schnell. Ja, das ist so eine Sache. Die habe ich im Leben immer schon versucht, richtig zu machen. Das war ein rein instinktives Verhalten. Ich war nie wirklich bereit, mich mit einer Frau allzu schnell einzulassen. Auch Vögeln kam für mich beim ersten Date nicht in Frage. Und heute sieht es vielleicht ein bisschen anders. Zumindest, wenn ich der Meinung bin, wenn ich jetzt eine alte einlade, sag ich jetzt mal, oder eine Frau einlade und alles bezahle und ich müsste hinterher alleine nach Hause gehen, dann würde ich auch sagen, warum hat die Scheiße überhaupt gemacht? Dann werde ich nicht mal ran nach dafür. Ja, also da lieber ein Trend zahlen. Da hast du die Bossgeschichte gewissen, aber kannst ruhig nach Hause gehen. Also wie gesagt, Vögel beim ersten Date ist eigentlich nicht meins. Eigentlich heute immer noch nicht. Wie gesagt, ich muss auch Vertrauen zu einer Frau haben, und ja, Vertrauen zu einer Frau heutzutage ist immer so eine Sache. Ja, ihr wisst ja, was für eine Gesellschaft wir leben. Egal. Jedenfalls bedeutet das einfach, dass du über einen längeren Zeitraum die Frau besser kennenlernen solltest. Ja, um irgendwann mal mitzukriegen, wie sie wirklich tickt. Ja. Bei Frauen übrigens auch das Gleiche, die lassen sich auch immer viel zu schnell mit irgendwelchen Männern ein. Dazu komme ich dann später nochmal, wenn ich es nicht vergesse. Ich habe da gerade eine Idee im Kopf, über die ich berichten möchte. Aber hier wäre erstmal aus der Sicht des Mannes. Binde dich langsam bedeutet einfach nur, dass du die Frau erstmal kennenlernen musst. Ja, irgendwann kommt der Punkt, wo du ihre Freunde kennenlernst, ihre Familie und so weiter. Ne? Und leider leben wir in einer Zeit, wo es eigentlich andersrum ist. Ja? Wir sind in einer Zeit, wo man sich schnell bindet und sich langsam trennt. Ich habe es ja in einem anderen Video schon gesagt, bei den Lügen der Orbiter, dass Männer für eine Trennung sich sehr viel Geduld lassen, aber dann plötzlich weg sind, und wenn das Frauen arbeiten schon daran, sich den nächsten zu holen und sich den nächsten zu angeln, wenn alles fertig ist. Das war übrigens auch das Monkey Branching, also war so ein bisschen thematisch das Gleiche in etwa. Und jetzt sag ich, was ich sagen wollte. Ja, heutzutage soll ja aber alles so schnell gehen, am besten gleich in die Kiste und ordentlich durchrammeln, und dann stellt man fest, man ist irgendwann zusammen. Da kommt irgendwann der Alltag rein und plötzlich erkennt man seine Freundin nicht mehr wieder. Die wird immer kratzbürstig, die wird mürrisch, launisch, ja, die Intimitäten werden langsamer und so weiter. Und woran liegt denn eigentlich, dass man gleich so schnell halt in die Kiste springen will? Warum nimmt man sich keine Zeit? Und darum ist natürlich auch die Biologie dran schuld. Denn wenn wir frisch verliebt sind, dann ist da noch kein Geheimnis mehr, da haben wir diese Kribbeln im Bauch, diese chemische Substanz, die der Körper dann loslässt, die dafür sorgt, dass wir uns zu einer Person hingezogen fühlen, damit wir mit ihr schlafen und Nachwuchs zeugen. Was anderes ist es nicht. Ja? Es ist nicht irgendwie die große Liebe, ich habe die richtige Person gefunden. Ja? Dieses Gefühl hält nicht für immer an. Ja? Meine Heroin-Junkies müssen sich auch ständig diesen neuen Spritzding nachverpassen, um dieses Gefühl zu bekommen. Ansonsten kommt irgendwann der Absturz. Und dagegen könnte man eigentlich vorgehen, also ist zumindest meine Ansicht, ja, wenn man sich Zeit lässt mit der Bindung, um herauszufinden, welche Person habe ich mir gegenüber. Ja? Frauen machen oftmals den Fehler, sich zu schnell mit Männern einzulassen, ohne zu wissen, wen sie sich da ins Bett holen. Ja? Und da kann es schon mal sein, dass der Typ wirklich ein riesig großes Arschloch ist und irgendwann seine Maske fallen ist und anfängt, sie zu verprügeln. Ja, ich möchte mal eine Geschichte erzählen, da war etwa genau das Gleiche. Die waren beide wirklich, also er und sie, nicht unbedingt gerade die Schönsten. Ja, also muss sagen, also nee, also hübsch ist anders. Und er hatte irgendwie so dermaßen kaputte Selbstwertgefühle, dass er bei jeder Gelegenheit, die sie bot, ihr die Fresse poliert hat. Aber sie ist bei ihm geblieben, ne? Abhängigkeit. Hätte sie erstmal bei der freundschaftlichen Bindung gelassen, hätte er sogar mitgekriegt, dass der Typ so ausrastet. Ja? Und er hätte wahrscheinlich ihre innere Stimme irgendwann gesagt, oh, der Typ ist mir nicht ganz koscher, ich glaube, dann lasse ich mit dem lieber sein. Nö, weil er wahrscheinlich der Einzige war zu dem Zeitpunkt, der sie umgarnt hat, ist sie ja schnell zusammengekommen. Aber keine Sorge, einmal hat er sie halb tot geprügelt, weil sie mit einem anderen gevögelt hat. Die war ja sehr, sehr hässlich. Ich kann es ja noch sagen, ja, die war nicht schön.
Da haben wir wieder das Ding mit der Durstigkeit, nicht wahr? Sie war keine werbliche Insel, gibt es ja keine. Und als er das erfahren hat, da hat er sich halt durchgeprügelt, dass sie halt im Koma lag. Sie mussten sie ins künstliche Koma versetzen. Und was waren ihre ersten Worte, nachdem sie wach war? Wo ist mein Mann? Oder wo ist mein Freund? Da ist alle Hoffnung verloren. Ja, also viele Leute trennen sich halt nicht, weil sie sich emotional vom Partner abhängig machen. Das ist leider eine Wahrheit, die muss man einfach mal aussprechen. Ja, bloß emotionale Abhängigkeit bringt dich im Leben nicht weiter. Sie bremst dich aus, ja. Und von daher, wenn du in der Beziehung merkst, dass irgendwas nicht stimmt, dass vielleicht die Freundin oder der Mann, wie auch immer, plötzlich ein Verhalten am Tag legt, der euch unsicher macht, wo euch eure innere Stimme sagt, Moment mal, da stimmt irgendwas nicht, dann ist das ein Alarmsignal, so etwas wie eine rote Flagge, Red Flag, ja. Und da sollte man vorsichtig sein, ja, und sagen, ich glaube, das muss ich mal doch lieber sein oder und bin weg. Denn wenn eine Beziehung schlecht läuft, zum Beispiel wenn eine Frau, sag jetzt mal, mit einem anderen schon längst rumvögelt und sie euch keine Aufmerksamkeit schenkt, dann sucht das weiter. Lass die alte links liegen und sag, wisst ihr was, ich brauch dich nicht. Punkt, hau ab, brauch dich nicht. Mach mit dem neuen weiter, geh weg, hau ab. Ja, oder ich bin weg. Nimm meine Tasche, ich brauch dich nicht mehr. Tschüss, auf Wiedersehen. Ja? Aber die meisten Leute, die können das einfach nicht. Ich hätte früher wahrscheinlich auch nicht gekonnt, als ich noch so Blue Pill gewesen bin. Ja, ich hätte wahrscheinlich auch, so doof wie ich wäre, wahrscheinlich mit angesehen, wie sie anderen vögelt, ja, während ich zu Hause warte, oben vielleicht auf Kind aufpasse oder so in der Richtung, ja. Also, wie gesagt, dieses langsame Binden ist wirklich sehr, sehr wichtig, um euren Gegenüber kennenzulernen, weil irgendwann lässt jeder Mensch seine Maske fallen, die er sich aufsetzt, und dann kommt auch die wahre Natur zum Vorschein. Und dann sollte man überlegen, ob man mit dieser Person zusammen sein möchte, ja. Es gibt nämlich natürlich Sexualstrategien, wo Frauen alles dafür tun, damit es so schnell wie möglich zur Paarung kommt. Aber das könnte man wieder im extra Video behandeln, ihr habt das, glaube ich, sehr schön gemacht. Bei irgendeiner freien Schnauzausgabe, wie ist die welche? Aber es ist doch so, ja, also ich kann euch ans Herz legen, wenn ihr euch binden wollt, schaut euch den Menschen eine Weile an, lasst euch Zeit, ja, und wenn euch irgendwas koscher ist, wenn ihr euch denkt, oh, da stimmt was nicht, ich habe jetzt wieder so eine innere Stimme, die mir sagt, oh, das Verhalten, das kommt mir jetzt ein bisschen komisch vor, ich weiß nicht, wie ich das verhalten soll, dann sprecht sie meinetwegen darauf direkt an, ja, und wenn sie ausweicht und keine Antwort geben will, bye bye. So einfach ist das. Aber wie gesagt, wir können ja nicht anders. Wir wollen ja immer so schnell wie möglich vögeln. Der Sexualtrieb ist im Augenblick in unserer Gesellschaftsform so hat von dermaßen stark ausgeprägt, dass man alles andere völlig außen vor lässt, was ich persönlich sehr schade finde. Ja. Und da ist für mich jetzt klar, ich bleibe lieber alleine. Und wenn es sein muss, dann gibt es andere Möglichkeiten, um sich sexuell abzureagieren. Entweder alleine oder man sucht Orte auf. Na, nicht wahr? So einfach ist das. So, das war Freischnauze 47. Binde dich langsam, trenne dich schnell. Das ist, wie gesagt, ein Slogan, den ich von Coach Micha habe. Ein Kanal, den ich sehr, sehr gerne schaue. Und ja, ich bedanke mich für's Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, wenn ich da das Recht. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.